Herzlich willkommen zurück zu Outlast und ja, wir sollten hier jetzt nach oben kommen zu dem Doktor und ich war jetzt mal so frei und hab mir mal alles angesehen und mir ist was aufgefallen und zwar, wenn wir jetzt mal kurz da hochgehen und zwar das hier. Ich denke mal, hier könnten wir sogar es schaffen, hier hochzuspringen. Oder auch nicht. Nächster Versuch. Also man kann hier mit Sicherheit irgendwie nach oben springen. So viel stelle man definitiv fest. Oh, komm, spring doch, du blöder Sack, ey. Ist nicht ganz so einfach, gebe ich zu. Ich werde das jetzt nochmal probieren. Also es funktioniert auf jeden Fall. Ich habe es ausprobiert, es geht. Na, siehste, wusste ich doch. So. Jetzt geht's also weiter. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Was da? Sie können die oberen Stockwerke ausnehmen. Okay. Ich guck mich aber erst einmal um. Hier ist alles verbrannt. Warum ist hier alles verbrannt? Batterie? Nein. Überspringen. Okay. Da liegt auch keine Batterie. Nochmal Strom. Oh, da ist ein Schlüssel. Für den Waschefach werden 3 Sicherungen benötigt. Aha, okay. Gehen mal weiter hier. Die ist zu. Ich denke mal, da komme ich nicht durch. Einmal Batterie nachladen. So. Das war so klar. Warum gucke ich da überhaupt? Drive in the nails. Ja, nee, ist klar, ey. Was zum Geier geben hier für ein Film? Ich guck mich erstmal um, ob ich hier irgendwo noch einmal Batterien finde oder irgend sowas in der Art. Ah, da ist was. Eine Sicherung. Sehr schön. Gott. Da ist hier einer. Scheiße. Verdammt. Ey, gut, dass ich mich versteckt habe. Glück. Was geht denn hier ab, ey? Verdammt! Hilfe! Wohin? 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 Ich hoffe, der ist fort. Oh, Alter. Scheiß die Wand an. Also eine Sicherung habe ich, das ist doch schon mal viel wert. Alter. Scheint so, als wenn er nicht nachgekommen ist. Ich brauche Batterien, verdammte Scheiße. Ich gehe mal vorsichtig weiter.
Ne, da waren wir ja. Die Frage ist, komme ich da durch? Nein, komme ich nicht. Ich glaube, da hinten steht der Fahrer. Da kommen wahrscheinlich auch nicht durch. Ich muss da durch. Komme ich nicht durch? Okay, ich war jetzt da vorne gerade aus. Da kommen da wieder. Das ist meine Chance, jetzt da durchzugehen. Ich versteck mich mal. Man sieht überhaupt nichts, also ich muss die Kamera anlassen. Da kommen da. Das ist jetzt genau vorm Schrank. Er haut wieder ab. Fuck. Was zum... Komisch, dass ich noch die Sicht, die gute Sicht habe, aber meine Batterie leer ist. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Okay, das ist in Ordnung. Ich warte jetzt noch mal kurz, weil ich im Moment keine Ahnung habe, ob der Penner jetzt gleich wieder zurückkommt. Warte einfach mal. Guck, da kommt er schon wieder. Ganz ruhig. Also im Moment sehe ich gar nichts. Ich hoffe wohl, dieser Penner geht jetzt da irgendwann wieder raus. Aber anscheinend ist er jetzt irgendwie einen anderen Weg gegangen. Warte einfach mal ab. Und hoffe, dass jetzt gleich irgendwas passiert. Und ich hier weitermachen kann. Ich höre aber auch gar nichts von dem Kerl. Also ich weiß nicht, wo der jetzt rumrennt. Und hier vorbeigekommen ist er definitiv noch nicht, das sieht man ja. Deshalb warte ich noch ein bisschen. Verdammt. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich rausgehen kann. Das ist ja der Scheiß in der Sache. Jedes Mal dieses Verstecke wegrennen und was der Geier was, ey, das geht mir echt auf den Sack. Also ich sehe im Moment noch gar nichts. Anscheinend ist der Kerl jetzt wirklich weg. Das heißt, ich fülle jetzt erst einmal kurz die Batterie auf. Und gehe jetzt raus. Das heißt für mich, ich kann jetzt hier lang. Und gucken, was... Oh, was ist das für einer? Da ist was Neues. Pray for Revelation. Ich gehe erst einmal da lang. Und guck mal hier nach. Ah, hier ist wieder was Neues. Eine neue Sicherung. Finde ich gut. Und eine Batterie.
Ich denke mal, dieser Penner kommt jetzt gleich. Ich hoffe, ich bin hier sicher. Ich mache mal das Ding aus. Beziehungsweise ich nehme sie mal so auf. Ein White the Wall Rider. Aha. Okay, also ich habe jetzt die zweite Sicherung. Das heißt, mir fehlt noch eine. Ich warte jetzt hier, weil ich der Typ mit Sicherheit, weil ich habe ja die Sicherung eingepackt. Ich höre auch schon was. Da steht er schon. Oh Gott. Hau bloß ab, du Arsch. Hau bloß ab, du Arsch. Ich glaube, er ist weg. Scheint so, als wenn er weg wäre. Ich muss geradeaus. Definitiv geradeaus. Okay. Da steht einer mit dem Hackbeil, das gefällt mir ja überhaupt nicht. Ich erst noch mal kurz um. Anscheinend lässt er mich in Ruhe. Das finde ich hervorragend, dass der mich in Ruhe lässt. Die Frage ist nur, was passiert, wenn ich jetzt das dritte Ding nehme? Nicht, dass der mich da jetzt anfällt. Ich mache das mal weg und mache mal hier Ready for the Revelation. Aha. Alles klar. Also ich nehme jetzt mal diese Sicherung. Mal gucken, was passiert. Ach du Scheiße. Der will doch jetzt nicht extra zum... Der will doch nicht zu mir, oder? Hier einfach nur vom Acker. Ich muss zu dem Ding, wo die Sicherungen waren. Und hoffe, dass ich da mal hinkomme, ohne dass mich dieser Sack da findet. Jawohl. Mhm. Gut. Mhm. Oh nein, jetzt fällt ja auch noch runter, die Sau! Den Treppen. Treppen. Ich muss wahrscheinlich darunter in die Wäscherei. Okay. Ich muss wieder in die Wäscherei. Dahin ist der der Ding gefallen. Der Schlüssel. Batterien? Nein, keine Batterien. Jetzt muss ich gucken, wo war das? Ich glaube, da links, ne? Ich habe nur noch 4 Batterien. Ey, Jungs, ey. Laundry. Treppen. Ich glaube, hier bin ich richtig. Jawohl. Hier bin ich richtig. So. Ich habe den Schlüssel für den zweiten Stock. Na toll. Ist denn nicht zufällig noch Batterie für mich? Also das Ganze wieder zurück. Ich denke mal, dass das diese andere zweite verschlossene Tür ist. Yeah!
Oh. Der will was von mir? Du heilige Scheiße. Wo bin ich? Fuck! Lauf, du Arsch, lauf! Oh, ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Oh, leck. Oh, leck mich am Arsch. Ich glaube, ich bin entkommen. Wo ist denn die scheiß andere Treppe, ey? Ich hab nur noch 4 Batterien, ey, verflickte Scheiße. Steht er bestimmt direkt vor mir. Na, Gott sei Dank nicht. Du hast die Wäscherei. Wo ist der Kerl gerade rausgekommen? Ah. Jetzt müssen wir diesen... Oh, ich Arschloch. Was machst du dann, ey? Okay, wir müssen wieder rüberspringen. Jawohl. Genau da. Ich denke mal, dass das diese Tür hier ist. Jawohl. Sauber. Königreich für neue Batterie. Na super, wieder springe. Oh, geil, ich bin oben. Follow the blood. Oh, neues Ziel, verfolge die Blutspur. Es hat gespeichert und ich würde sagen, genau hier speichern wir jetzt wieder ab. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Outlast. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es hier weitergeht. Bis dann.